Dieses Video wird präsentiert von Asus. Hallo, wir sind natürlich immer noch auf der Computex 2015 unterwegs und haben hier mal uns noch einen Stick-PC besorgt, beziehungsweise einen weiteren sogenannten, nennen wir es mal, PC on a Stick. Und das hier ist was ganz Spezielles, denn, soweit ich das verstanden habe, eben bei einer kurzen Google-Suche, handelt es sich hierbei um den Quanta NH6. Das ist der Prototyp, beziehungsweise ein Referenzdesign für einen der ersten auf einem Intel Core M-SoC basierenden HDMI-Stick-PCs. Es geht also in Sachen Leistung immer weiter bergauf und in diesem Fall ist Quanta dann mal wieder als Vertragswertiger vorne mit dabei. Wie man sieht, ist das Gerät extrem dünn. In dem Fall hier, wenn ich jetzt das Gehäuse mal, das steht hier so ein bisschen offen, wenn man das zusammendrückt, dann ja, 1,5 Zentimeter werden das vielleicht noch sein. Mehr dürfte das in dem Augenblick nicht sein. Und unter der Haube steckt hier laut einer kurzen Suche im Internet ein Intel Core M, der mit, ja, das müsste der 5Y10CA sein, 10C oder 10A sein. Das ist der Low-End-Chip, also der normalerweise mit einem Basistakt von 800 MHz arbeitet und bei Bedarf dann auf immerhin 2 GHz hochschalten kann. Ist eine Broadwell-SoC, heißt also, wir haben es hier nicht mit Cherry Trail oder mit Bay Trail zu tun. Es ist also kein Atom, sondern ein richtiger, vollwertiger Core-Chip, auch wenn der natürlich dann durch die Stromsparmaßnahmen, die hier ergriffen werden, deutlich zusammengebremst wird, sage ich jetzt mal. Denn der soll hier eine Scenario-Design-Power von nur 4,5 Watt haben. Je nachdem, wie der Hersteller das Ganze kühlt, kann auch die Verlustleistung auf 6 Watt angehoben werden oder abgesenkt werden auf 3,5 Watt. Das hängt dann immer davon ab, wie gut das Ganze gekühlt wird. Und ich kann euch so viel sagen, das Ding hier ist auf jeden Fall passiv gekühlt. Unter der Haube sitzt hier auf dieser Seite eine große Heatpipe, die von links nach rechts reicht und einfach das komplette Mainboard hier abdeckt, was da drin steckt, das kleine. Die Größe ist natürlich jetzt gegenüber den Baytrail-basierten Stick-PCs ein bisschen gewachsen, aber in dem Fall ist das dann wahrscheinlich auch nötig, um die Hitze abzuführen. Man hat dann halt einen etwas größeren Heatspreader da drauf geklebt. Lüfterlos ist das Ganze. Der Vorteil an dem Core M ist halt natürlich, dass man mehr RAM verbauen kann. Wir können ja also locker mal 8 GB RAM reinschrauben und schon hat man deutlich mehr zur Verfügung. Genauso sieht es dann aus mit den SSDs. Ihr dürft in der M2 SATA SSD mit drin stecken. Auf jeden Fall etwas deutlich schnelleres als bei den mit eMMC-Speicher ausgerüsteten Baytrail-basierten Modellen, beziehungsweise in den Atom-Varianten. Und wir gucken einfach mal ganz kurz rum. Natürlich ist hier der dicke, fette, große HDMI-Port vorhanden. Und an der linken Seite gibt es dann eigentlich nichts weiter außer einem Micro-SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung. Auf der Rückseite wird es dann wieder ein bisschen interessanter. Da haben wir hier einmal den USB 3.0 Anschluss von voller Größe, natürlich ganz normal. Und daneben sitzt dann, ja, das ist ein USB Type-C Anschluss. Wir haben hier also inzwischen dann auch USB Type-C an einem Stick-PC, also einem HDMI-Stick-basierten PC. Das hier drüben, das Weiße dort, ist der Ein- und Ausschalter. Der leuchtet offensichtlich auch noch, wenn man ihn anschaltet. Kann ich jetzt natürlich hier nicht vorführen, denn die Geräte sind wahrscheinlich noch nicht mal funktionstüchtig, aber ich bin mir sicher oder ich weiß, da steckt eine komplette Platine drin. Wir haben daneben dann noch den Micro-USB-Anschluss nach 2.0 Standard, der dürfte wiederum zur Stromversorgung dienen, vermute ich mal, denn viel mehr gibt es hier nicht. Also entweder benutzen Sie den USB Type-C-Anschluss zur Stromversorgung, was ich nicht so wirklich glaube, sondern wahrscheinlich wird hier eben der Micro-USB-Anschluss zur Stromversorgung verwendet und darüber kommen ja bekanntermaßen nur maximal 10 Watt. Also soll das ganze Gerät letzten Endes mit nur 10 Watt auskommen und das ist eine ziemlich optimistische Ansage für so ein Produkt. Ja, darauf läuft, wenn man möchte, ein ganz normales Windows 10, gerne auch ein Linux oder ein Windows 8 oder es ist eben eine x86-kompatible CPU und die dürfte durchaus ganz gut laufen, zumindest in dem Fall kann man den dann schon ein bisschen effektiver benutzen und der ist dann auch in der Lage 4K-Displays und am besten gleich mehrere davon anzusprechen und so weiter und so fort. Wir haben hier den ersten Intel Core M basierten Stick-PC von Quanta am Start, NH6 heißt der und der dürfte dann irgendwann vielleicht mal in Form von fertigen Produkten, die wahrscheinlich nicht so aussehen, auf den Markt kommen, denn Quanta ist ja nur Vertragsfertiger und bringt seine Geräte eigentlich nicht unter eigenem Namen auf den Markt. Auf der Computex 2015 und bis dann. Dieses Video wird präsentiert von Asus.